Eigentlich, wo wir jetzt sind, der Tempel ist komplett versetzt worden. Ich meine, der lag ja nicht hier, das ist versetzt. Also in den 70er Jahren, wir brauchten mindestens 7 Jahre lang, damit wir den Tempel auf diese Insel bringen können. Der Tempel war komplett überschwemmt, nachdem wir Altdam von Aswan aufgebaut haben. Der Tempel lag schon unter Wasser. Also damit wir den Tempel versetzen können, wir müssten erstmal eine Trennwand rund um den Tempel bauen. Der Tempel wurde komplett mit Wasser, also mit neuer Zuschüttung, wurde komplett zugeschüttet. Man merkt das vielleicht an der Mauer vorne, Oberteil hell, unter, da sieht man, das ist der Wasserstand. Da kannst du nicht durch den Eingang, wo wir jetzt reingehen können, sondern von oben drüber mit dem Boot. Ne? Das war in den 70er Jahren, nicht so lange her. Ja? Und dann wurde der Tempel komplett auf der Nebeninsel versetzt. Damit der Tempel hierher kommen kann, wir brauchten 20 Tonnen Bomben. Weil die Insel, wie Sie sehen hier, das ist alles Granit. Wir müssen das erstmal, damit wir das eben bekommen, die Insel, wo wir jetzt drauf sind, heißt Egelika. Alte Insel hieß Pilak. Vielleicht von daher kommt der Name viele. Einer der wichtigsten Anlagen, die wir haben. Warum der wichtigste? Ist einfach der einzige, der im Süden ist. Die Grenze Ägypten bis zum Jahre 1882, moderner Zeit, war immer nur Philea Tempel. Alles, was danach kommt, hieß Nubaland. Aber kamen die Engländer und die haben die neue Grenze von Nordafrika gemacht. Und da haben wir noch 350 Kilometer nach Süden bekommen. Aber theoretisch oder praktisch seit Anfang der Geschichte war immer Ägypten, beendet einfach mit Philea Tempel.